Wir können uns alle gemeinsam auf einen datenreichen, auf einen lebendigen Börsentag gefasst machen, denn aufgrund der Tatsache, dass wir in dieser Woche am 4. Juli den Unabhängigkeitstag in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort also die Börsen geschlossen bleiben, wird es am Donnerstag, dem 3. Juli 2014, einen vollen Datenkalender geben. Alles, was irgendwie am Freitag normalerweise veröffentlicht worden wäre, kommt nun auch noch am Donnerstag heraus. Und der Donnerstag ist ja generell auch ein ziemlich voller Kalendertag, wenn wir gerade über Konjunkturdaten sprechen. Schauen wir uns doch mal im Einzelnen an, was da an relevanten Zahlen am Donnerstag veröffentlicht wird. Da geht es schon los um 3 Uhr in der Nacht mit dem amtlichen Einkaufsmanager-Index für China hier, für den Dienstleistungssektor. Zuletzt lag der Index hier bei 55,5 Punkten. Um 9.55 Uhr geht es weiter mit dem Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor hier in Deutschland. Die endgültigen Zahlen, man rechnet mit einem leichten Rückgang von zuletzt 56 auf 54,8 Zähler. Um 10 Uhr kommt der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor in der Eurozone heraus. Um 11 Uhr der Einzelhandelsumsatz für die Eurozone und um 12 Uhr auch noch die Konjunkturprognose für die Eurozone. Also allein bis zum Mittag, bis 12 Uhr, haben wir schon alle Hände voll zu tun und ganz schön viel hier zu verarbeiten und möglicherweise auch zu verkraften. Aber dann geht es so richtig los. Am Nachmittag um 13.45 Uhr erfahren wir Neues von der Europäischen Zentralbank. Der Zinsentscheid steht hier im Kalender. Da wird es höchstwahrscheinlich keine Änderung geben. Die EZB hat ja erst vor einem Monat die Zinsen auf das niedrigste Niveau seit Bestehen des Euro gesenkt, auf 0,15%. Aber ab 14.30 Uhr beginnt ja die obligatorische Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi. Und da sind wir natürlich gespannt auf seine Erläuterungen, Kommentare und vor allen Dingen auf die Antworten zu den Fragen der Journalisten. Aber um 14.30 Uhr zeitgleich kommen auch die wöchentlich veröffentlichten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Und nicht nur die, sondern auch noch der große Arbeitsmarktbericht aus den USA, der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Es geht los mit den neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Man rechnet hier mit 211.000 neuen Jobs im Monat Juni. Um 14.30 Uhr ebenfalls natürlich die Arbeitslosenquote, die zuletzt bei 6,3% lag. Da sollte es keine Veränderung gegeben haben, so sagen Ökonomen voraus. Und besonders wichtig, und das habe ich hier absichtlich mal aufgenommen, auch um 14.30 Uhr, die durchschnittlichen Stundenlöhne im Juni. Denn wir haben den Vorboten schon bekommen für den Arbeitsmarktbericht, nämlich die ADP-Beschäftigtenzahl. Die kam am Mittwoch um 14.15 Uhr heraus und dies war deutlich über den Erwartungen des Marktes. Und jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir befinden uns natürlich in einer sehr interessanten Konstellation, denn alle hoffen natürlich, dass sich der Arbeitsmarkt gut erholt. Aber auf der anderen Seite könnte das möglicherweise auch die Notenbanker zu Überlegungen führen, zumindest mal die Zinsen oder eine Zinsdiskussion aufkommen zu lassen, um diese möglicherweise doch früher anzuheben als ursprünglich geplant. Das würde den Börsianern, den Anlegern in Aktien natürlich wieder gar nicht schmecken, könnte die Märkte unter Druck bringen. Und aus diesem Grund stehen natürlich Inflationsdaten besonders im Mittelpunkt. Und ob es nun höhere Inflationszahlen gibt oder nicht, das hängt auch von der Entwicklung der Löhne ab. Und deswegen schauen wir ganz gespannt auch auf die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne am Donnerstag. Man rechnet hier mit einem Anstieg um 0,2%. Aber wer weiß, vielleicht ist ja da inzwischen schon ein bisschen mehr Dynamik reinbekommen. Das wäre natürlich für die Inflationsentwicklung nicht so gut und würde das von mir gerade beschriebene Szenario vielleicht ein bisschen anheizen. Aber es wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend werden. Der Datentag wird abgeschlossen um 16 Uhr mit dem ISM-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor in den USA. Hier rechnet man mit einer kleinen Veränderung auf 56,2 Punkte. Aber im Mittelpunkt steht natürlich der große Arbeitsmarktbericht.